Hallo zusammen, mich ist wieder Chilla und ich bin wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar würde ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute soll es um ein schickes Mount gehen, welches momentan noch ein einzigartiges Model hat. Und ihr seht schon, ich stehe da einmal schon drauf. Das ist nämlich hier dieser segelnde Zauberfoliant. Und wo wir den herbekommen und wie wir uns das vielleicht ein bisschen erleichtern können, will ich euch heute mal erklären. Aber zuallererst würde ich sagen, schauen wir uns das Mount Special dazu einmal an. Das ist nämlich eine ganz coole Angelegenheit. Einmal Mount Special eingegeben und ihr seht, das Buch wirbelt ein bisschen rum, man schwebt dann ein bisschen hoch. Ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Angelegenheit. Wobei ich es ein bisschen schade finde, dass man so komisch auf dem Buch draufsteht, hier nur mit den Zehenspitzen vorne, aber das ist nur ein kleines Manko. Tatsächlich. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal rein, wie wir das Mount kriegen können. Wir müssen nämlich ein Achievement abschließen, das finden wir einmal unter Welt und dann unter Zeitwanderung. Und ja, da sind eigentlich nur zwei Erfolge drin. Einmal ein turmhoher Erfolg und die Tour de Turm. Und beide haben mit demselben zu tun, nämlich mit dem Mage Tower hier in, ja, im Legion. Und ich würde sagen, wir legen jetzt erstmal los, schauen uns mal das Achievement an. Die Tour de Turm schließt beim Zeitwanderung in Legion jede im Mage Tower verfügbare einzigartige Herausforderung ab. Und dafür gibt es einmal dann das Mount. Was ist der Mage Tower bzw. was ist hier die Legion Time Wanderung? Wir müssen einmal in den Kalender gucken und dort sehen wir, wann die Legion Time Wanderung immer ab ist. Beim ersten Event hat Blizzard großzügigerweise das Event ein bisschen verlängert. Normalerweise ist das Event immer eine Woche und beginnt quasi am Mittwoch und endet dann am Dienstag. Das erste Event war ursprünglich für 2 Wochen angesetzt und Blizzard hat es dann auf insgesamt 4 Wochen erweitert. Heißt, wenn ihr aktuell noch dran seid, bis zum 4. Januar habt ihr noch Zeit, quasi euch das Mount zu erspielen. Und wenn ihr das dann verpasst habt, keine Sorge, das Mount ist dann nicht raus, sondern ihr müsst dann halt warten bis zum nächsten Timewalker-Event von Legion. Das müsste einen Vierteljahr etwa dauern, bis das nächste Mal kommt. Das ist nämlich eine relativ große Rotation von verschiedenen Events, aber die seht ihr immer schön im Kalender, was am Start ist. Was ist dann der Legion Timewalker bzw. der Mage Tower? Im Mage Tower ursprünglich war es so, dass man zu Legion ein Event hatte, das war, glaube ich, mit dem Pre-Patch zum Tomb of Sagaras, also dem Raid, der sich hinter uns befindet. Und dort konnte man Einzelherausforderungen abschließen, um Artefaktwaffenskins freizuschalten. Unter anderem hat man dann einen schönen Artefaktwaffenskin bekommen und eine Bärengestalt. Das ist jetzt hier die neue, es gibt aber auch eine alte ohne Tätowierungen. Und diese Singleplayer-Herausforderungen sind jetzt wieder zurück im Spiel, bloß im Timewalker-Modus. Heißt, wir können den Mage Tower betreten und werden dann runterskaliert auf Stufe 50 und haben auch nur noch 50er Item-Level. Ja. Dementsprechend ist es jetzt für das Achievement vonnöten, dass wir alle insgesamt 7 Herausforderungen abschließen. Das können wir nicht mit einem Char alleine machen, denn jeder Spec von jeder Klasse hat eine fixe Herausforderung zugewiesen und mit einer normalen Klasse habt ihr 3 Specs und dementsprechend könnt ihr 3 von den 7 Herausforderungen angehen. Beim Druid und beim DH ist es ein Sonderfall. Druid hat 4 Specs, deswegen kann er 4 Herausforderungen machen und der DH halt nur 2. Also ihr braucht Minimum 2 Klassen, um die ganzen Herausforderungen zu machen. Ich würde aber mehr empfehlen. Ich werde euch gleich auch erzählen, welche die einfacheren sind. Ich würde sagen, wir gucken uns jetzt noch so ein bisschen die Belohnungsstruktur dahinter an, bevor wir jetzt auf die einzelnen Challenges an sich eingehen. Und zwar, wenn ihr eine Challenge mit einer Klasse abschließt, gibt es erstmal für euch ein schickes Transmog-Set. Das findet ihr unter Sets. Und dann müssen wir ein bisschen runter scrollen, denn wir müssen aufs Tier 20 gehen. Und das Tier 20 ist das hier, das ist im Grabmal des Sagras, also Tomb of Sagaras hinter uns. Und da wurde jetzt quasi neben LFR, Normal, HC und Mythisch noch ein weiteres Set hinzugefügt. Das ist das zeitversehrte Set. Und das ist einfach eine Abwandlung vom Mythic-Set in einer anderen Farbe. Ja. Das vom Druid sieht so mittel aus, das vom Hexer sieht sehr nice aus. Kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, das euch zu holen. Und ja, wenn ihr eine Herausforderung schafft, kriegt ihr quasi das Set und einen Erfolg, der sich ein turmhoher Erfolg nennt. Und wenn ihr alle 7 habt, dann gibt es quasi die Tour de Turm. Jetzt könnt ihr das so ein bisschen überprüfen, wenn ihr vielleicht durcheinander gekommen seid, was ihr schon habt und was ihr noch braucht. Und dazu gibt es hier auf WoW-Head bei die Tour de Turm einmal hier einen schönen Script-Befehl. Den können wir uns rauskopieren und hier eingeben. Und wenn wir das machen, dann müssten wir... Moment, hat das nicht funktioniert?
Ah, da haben wir es. Genau, dann seht ihr nämlich, welche Herausforderungen ihr schon abgeschlossen habt und welche ihr noch braucht. Es gibt insgesamt, wie gesagt, 7 Stück. Xylem, Agatha, Sigrun, Tugar, Krul, Heal und die Twins. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal so ein bisschen durch, welche Herausforderungen mit welcher Klasse ein bisschen einfacher ist, dass ihr das so ein bisschen auswählen könnt, welche Herausforderungen ihr am besten mit welcher Klasse macht, wenn ihr quasi nur die 7 abschließen wollt und nicht mit allen Klassen alle Herausforderungen machen wollt. Da gibt es nämlich auch nochmal einen Erfolg für, beziehungsweise kein Erfolg, sondern eine Heldentat, aber da gehen wir gleich nochmal drauf an. Xylem ist so ein Solo-Magier, gegen den wir kämpfen, der am Ende seinen riesen Elementar beschwört, und da soll am einfachsten der Arms Warrior sein. Mit dem habe ich es tatsächlich auch gemacht. Ich selber kann den Arms Warrior nicht wirklich spielen, habe glaube ich 10 Tries dafür gebraucht, was tatsächlich schon viele ist. Manche haben das sogar First Try gemacht, wenn ihr einen Arms Warrior halbwegs gut spielen könnt. Das ist eine relativ leichte Herausforderung mit dem Arms Warrior. Dann Agatha. Wird von vielen empfohlen, dass man es mit einem Feuermagier spielen soll. Ich habe mit einem Feuermagier, glaube ich, auch nur so 10 Tries rum gebraucht. Habe es aber auch noch neben dem Feuermagier mit dem Fury Warrior, glaube ich, habe ich den gespielt und habe es tatsächlich First Try gemacht. Einfach, weil der Fury Warrior so stark in der Herausforderung ist, wenn man zweimal sich einmal den Kreuzfahrer auf die Waffen drauf bastelt. Und da ein kleiner Tipp am Rande. Ihr könnt euch Erbstückwaffen nehmen. Zum Beispiel hier diese Erbstückwaffe, Zweihänder oder auch Einhandwaffen, und die auf einen Level 1 Char schicken, dann die Kreuzfahrerverzauberung drauf machen und dann die Waffe mit eurem 60er Main anlegen, das geht, und ihr habt die Kreuzfahrerverzauberung drauf und die skaliert sehr, 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 sehr gut in dem Mage Tower und ihr haltet euch so extrem über Kreuzfahrer, das ist echt krass, es wurde schon genervt, aber es ist trotzdem noch sehr stark, ja. Weil ihr könnt eine Kreuzfahrerverzauberung und diese, beziehungsweise die ganzen alten Verzauberungen nur auf Items machen, die Item Level 50 haben. Und meistens hat man ja eher Waffen, die höher sind und da geht es nicht. Aber mit dem kleinen Trick über einen Level 1 Twing und diesen ja Battle.net-Account gebunden, beziehungsweise jetzt heißt Blizzard-Account gebunden, kann man seine Verzauberungen zumindest auf den Erbstücken hier so ein bisschen cheesen, in Anführungszeichen. Also das kann ich empfehlen, da geht es wesentlich einfacher mit. Dann gucken wir weiter, die nächste ist Sigrun. Ich habe Sigrun mit 2 Klassen bis jetzt gemacht, mit dem Hexer und mit dem Arkanmagier. Und ich kann euch sagen, der Arkanmagier war wesentlich einfacher. Es wird behauptet, dass Sigrun allgemein einfach ist. Ich habe ein bisschen rumgefragt, auch ein paar andere Inputs geholt. Ich habe nämlich noch nicht alle 36 Challenges gemacht. Zur Zeit der Aufnahme habe ich jetzt 14 Challenges gemacht. Eine bin ich gerade am Progressen, aber so was ich höre, soll Sigrun leicht sein. Mit dem Hexer fand ich schwer, da habe ich den Demologie-Hexer gespielt und mit dem Magier war es deutlich einfacher. Also mit dem Arkan-Magier, man kann da so rausdamagen, wenn man den Arkan-Magier halbwegs spielen kann, dass man eigentlich schon im Opener-Burst die Hälfte vom Leben runterhauen kann. Zumindest habe ich da Videos gesehen, wie Leute das richtig spielen. Ich habe es nicht ganz richtig gespielt, ich habe ihn aber trotzdem mit dem Arkan-Magier relativ zügig down gekriegt und mit dem Demo-Hex habe ich ewig gebraucht. Das ist deutlich schwerer. Dann haben wir Tugor. Das ist der Taure und der Wurm müssten das sein. Da soll am einfachsten der BM-Hunter sein. Den Encounter habe ich bis jetzt nur mit dem Destro-Hexer gemacht. Da war er aber relativ einfach. Also mit dem Destro-Hexer war es gut machbar. Ja. Ich habe zwar doch einige Tries gebraucht, weil ich es immer mal wieder verkackt habe, aber da ist es gut machbar. Mit dem BM-Hunter soll es sogar noch einfacher sein, habe ich mir sagen lassen. Dann schauen wir als nächstes, haben wir hier den Krul. Krul ist die Tank-Challenge. Hier könnt ihr es eigentlich mit jedem Tank machen. Ich habe es bis jetzt mit 3 Tanks gemacht, mit dem Guardian, also mit dem Bären. Da kriegt man dann übrigens als einzige eine 2. Belohnung. Das ist quasi dieser Muskelbär bloß mit den Runen, ne? Den gibt es dann als Belohnung. Dann habe ich es mit dem Worry gemacht und mit dem DH. Und ich muss sagen, sowohl der DH als auch der Worry waren leichter bei Krul als der Guardian. Ich habe es noch nicht mit dem Parler und noch nicht mit dem Monk bzw. dem DK gespielt. Ich glaube aber auch, die 3 Klassen, die ich allgemein da gemacht habe, sind am einfachsten, denn bei der Krul Tank Challenge kickt dich alles möglich runter. Es gibt Augen, die kicken dich von der Plattform. Es gibt so Feuerelementar oder das sind so Höllenbestien, die kicken einen von der Plattform und wenn du einen Charge hast, kannst du das einfach wieder entgehen, beziehungsweise mit dem Demon Hunter ist halt ganz free, du machst einfach deinen Double Jump oder deinen Wings an
und fliegst auch nicht runter. Also der leichteste Spec, würde ich behaupten, für die Tank-Challenge ist tatsächlich der Demon Hunter Tank. Damit kann man diese komplette Raus-Kick-Mechanik komplett rausnehmen und muss eigentlich nur durch den Counter easy runterspielen. Und der Demon Hunter hat auch noch einen Free-Death, was in der letzten Phase sehr, sehr einfach ist. Von dem her, da würde ich tatsächlich den Demon Hunter sagen. Worry war auch noch ganz gut machbar. Ich habe tatsächlich für meinen Main, für den Bären, länger geprogressed als für den Demon Hunter und den Worry. Liegt aber vielleicht auch daran, da ich dann die Challenge schon ein bisschen besser kannte. Dann haben wir die Healer-Challenge. Die habe ich bis jetzt nur mit dem Heal Druid tatsächlich gemacht. War für jemanden, der seit Ewigkeiten kein Heiler mehr gespielt hat, schon herausfordernd, ist aber machbar, muss man sich ein bisschen reinprogressen. Das Nervigste daran ist, dass die teilweise eine Viertelstunde dauert, die Challenge, und man da sehr, sehr lang drin ist. Ja. Mit dem Druid war es machbar, ich habe auch ein bisschen rumgefragt, jeder sagt da was anderes. Der eine meint, der Druid ist der einfachste, der nächste sagt, der Paladin ist der einfachste, weil der so viel bursten kann und man sich da einige sparen kann. Der nächste meint, der Shami ist der einfachste, weil du kannst zwischendrin anken tatsächlich, also die Challenge ist nicht vorbei, wenn du stirbst, sondern wenn deine NPC sterben. Heißt, wenn du rippst, kannst du nur anken. Da höre ich unterschiedliche Sachen, wo sich alle einig sind. Man sollte es nicht mit dem Heilpriester machen, weil das anscheinend das Schwierigste sein soll. Und das Letzte, was wir haben, sind die Twins. Die habe ich mit drei Klassen bis jetzt gespielt. Mit einem Dottlerkexer, mit einem Frostmage, mit der Eule. Ich will euch nicht sagen, wie viele Tries ich mit der Eule gebraucht habe. Zu viele. Ja. Mit dem Hexer habe ich auch einige Tries gemacht und mit dem Magier ging es eigentlich. Also ich kann euch empfehlen, alle Magier-Specs sind relativ einfach und alle Warrior-Specs waren relativ einfach. Und dann damit deckt man schon einige von den Challenges ab. Da müsst ihr auf jeden Fall sonst nur noch, glaube ich, eine Heiler-Challenge raussuchen und dann seid ihr eigentlich schon ganz gut dabei an der Stelle. Okay, soweit zu den Challenges und von der Schwierigkeitsstufe her. Natürlich sagt da jeder was anderes, jeder spielt eine andere Klasse als Main. Die, die man als Main spielt, findet man natürlich immer ein bisschen einfacher als die, die man mit einem anderen Char spielt, oder man kommt einfach besser mit einer anderen Klasse da. Das waren jetzt so meine Erfahrungswerte, die ich bis jetzt sammeln konnte. Wie gesagt, ich habe noch nicht alle 36 gespielt, da habe ich dann auch noch ein paar Impressions von anderen Leuten mitgenommen aus dem Stream und von Leuten, die ich kenne, um so ein bisschen etwa das einschätzen zu können. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr eine andere Meinung seid, ob ihr sagt, die und die Challenge ist mit der Klasse komplett free und mit der anderen Klasse, die vielleicht ich genannt habe, ein bisschen schwerer. Könnt ihr gerne mir und der Community da noch ein bisschen weiterhelfen. Jetzt würde ich sagen, schauen wir uns noch an, was es noch gibt. Es gibt nämlich noch einen ein anderes Achievement, und zwar beziehungsweise eine Heldentat, und die haben wir, wenn wir alle 36 Challenges quasi abgeschlossen haben. Die heißt Power Overwhelming im Englischen hier, und dafür seht ihr, müsst ihr jede Challenge mit jeder Klasse und jedem Spec quasi einmal abgeschlossen haben. Da könnt ihr auch gucken, wo ihr seid. Bei 36 Klassen wird es ein bisschen unübersichtlich. Und dementsprechend haben wir da auch wieder ein Makro, das können wir hier eingeben. Und da seht ihr jetzt ganz schön, Krieger steht zum Beispiel bei mir Yes drin. Da habe ich alle Challenges, alle drei mit dem Krieger. Magi habe ich ein Yes, alle drei Challenges. Mit dem Hexer alle drei, mit dem Druid alle vier. Und wenn ihr eine Klasse noch nicht abgeschlossen habt, dann seht ihr, zum Beispiel beim Demon Hunter habe ich die Tank-Challenge gemacht, aber die D-Challenge noch nicht. Und dann ist halt ein No drin. Ich finde es ein bisschen schade, dass man halt nicht tracken kann, je nach Spec, was man gemacht hat. Das muss man sich dann tatsächlich merken. Aber es ist zumindest hier so eine kleine Hilfe. Da es eine Heldentat ist, sieht man die hier nicht. Die taucht halt erst auf, wenn man sie abgeschlossen hat. Bringt aber auch keine Achievement-Punkte. Ja? Das ist einfach nur nochmal eine krassere Geschichte, wo es keine Belohnung für gibt, außer die Heldentat an sich. Ich werde es auf lange Sicht machen. In dem Event werde ich es tatsächlich nicht mehr schaffen. Aber wie gesagt, dieses Mage Tower Event kommt ja immer wieder. Und dementsprechend wird es noch das ein oder andere Mal die Chance geben, da weiterzumachen. Gut, so viel dazu. Dann möchte ich euch noch ein paar kleine Tipps und Tricks an die Hand geben. Ich hatte ja auch schon ein Video gemacht zu den zum Gearing und Consumables. Hier sei nur so viel gesagt, wenn ihr euren Char geart, das Beste, was ihr machen könnt, dass ihr genau Level 50er Items habt. Die könnt ihr nämlich mit sowohl den alten als auch den neuen Verzauberungen verzaubern. Und wenn ihr alte Verzauberungen mit hernehmt, könnt ihr fast jeden Slot verzaubern. Es ist jetzt nicht so, dass euch, wenn ihr jeden das Gear-Teil verzaubert oder euer Biss-Gear macht, dass euch das komplett durch die Challenge carried. Aber jedes bisschen hilft halt. Manche Challenges sind schwerer, manche sind einfacher. Und bei einer schweren Challenge kann halt jedes bisschen helfen. Ihr solltet verstehen, dass ihr runterskaliert wird auf Stufe 50 und quasi Item Level 50. Heißt, ein 252er Item, zum Beispiel die Hände hier, können schlechter sein als ein Level 50er Item, wenn es die richtigen Stats hat.
und oder ein Sockel und dann noch verzauberbar ist. Also da könnt ihr tatsächlich noch was rausholen. So Sachen wie jetzt diese Domination-Sockels, die ich zum Beispiel hier auf dem Gear habe, die sind sowieso deaktiviert. Und alle möglichen Legendary-Effekte, Covenant-Effekte sind ja auch deaktiviert. Empfehlenswert ist dementsprechend ein Gear zu haben, das möglichst auf Stufe 50 ist, möglichst viele Sockelplätze drauf hat und und dann da dementsprechend Verzauberungen drauf zu machen. Das kann man dadurch erreichen, dass man sich Chromie Time mit einem anderen Char, also in die Chromie Time geht und zum Beispiel in Burning Crusade 5-mal Dungeons läuft, um dementsprechend zu schauen, dass man halt Level 50er Items kriegt und dann nochmal das Ganze mit maximalen Sockel. Das hatte ich auch ein bisschen in meinem Gearing Guide erklärt, nur hier am Rande. Und jetzt wollen wir eher drauf eingehen, welches Special Items es noch gibt, die wirklich richtig was an Schaden rausholen. Die anderen Sachen bringen euch nur ein bisschen mehr Stats. Es gibt ein paar Trinkets, die ganz gut sind. Ich will jetzt hier so eine kleine Auswahl mal bringen, die vielleicht dem einen oder anderen helfen können. Es gibt erstmal zwei Stat-Trinkets, wo ihr ganz gut was rausholen könnt. Und zwar ist das einmal der Arcano-Crystal. Den bekommen wir in Legion von einem World-Boss. Und zwar ist das hier von Dr. Jim. Und der droppt hier den Arcano-Crystal für alle Klassen. Das ist einfach ein Trinket, wo ihr komplett Stats drauf habt. Ist auf Item Level 50, deswegen passt es. Items, die übrigens unter 50 sind, wird nicht hochskaliert. Aber Items, die über 50 sind, werden runterskaliert. Deswegen unter 50, also stark unter 50, wollt ihr eigentlich keine Items haben. Der Typ, wenn er denn ab ist, befindet sich irgendwo hier auf der Insel. Ich glaube, da war der Typ. Und ihr habt halt eine Chance, mit jedem Char das zu rollen. Ihr könnt euch in Dalaran den Bonus-Roll holen. Dann gibt es noch ein zweites Trinket, das ähnlich wie der Kano Crystal ist mit Stats. Und zwar kriegt ihr das auch von dem World Boss, aber aus Warlords of Draenor. Und zwar ist das verdammtes Lord Kazak. Der hat einmal, jetzt muss ich mal gucken, alle Klassen. Okay, der zeigt mir kein Loot an. Er hat auch ein Item, das ähnlich wie der Kano Crystal ist. Das ist bloß Item Level 45 und hat auch alle Stats drauf. Dementsprechend auch eine schöne Sache, dass man da sich das holen kann. Ich frage mich zwar jetzt, warum er mir jetzt hier kein Loot anzeigt. Ich hätte es euch gern gezeigt, aber gut, so viel dazu. Es hat einfach nur Stats drauf. Diese beiden Trinkets könnt ihr euch für Stats holen. Dann gibt es noch eine schöne Sache aus dem Emerald Nightmare. Und zwar ist es hier oben in Val'Sharad der Raid vom ersten Boss. Das droppt eigentlich ganz gut. Mit jedem Char, was ich bis jetzt gefarmt habe, habe ich es in der ersten Woche bekommen. Und zwar von Nitendra. Und das ist einmal die Samenkapsel. Das ist hier verheerte Samenkapsel. Die erschafft einfach eine Voidfläche auf dem Boden. 10 Sekunden lang bleibt die bestehen und macht pro Tick 181 Schaden. Heißt 1800 Damage macht das auf alle, die drinstehen. Und das ist im Timewalker gescalten Ding sehr, sehr viel. Es macht sehr viel AE-Schaden. Zusätzlich haben wir noch Tempo drauf. Und wenn ihr in der Fläche steht, kriegt ihr noch 25 Lebensraub, was noch ein bisschen Lifesteal drauf ist. Also das ist ein ziemlich OP-Trinket. Würde ich euch empfehlen, bei jeder Challenge mitzunehmen, wo ihr irgendwie was cleaven könnt. Da macht ihr auf jeden Fall gut Schaden mit. Dann das nächste Trinket, was ich empfehlen kann, vor allem für, oder hauptsächlich für Caster, ist aus hier Draenor, und zwar einmal aus dem Tannan-Dschungel und hier aus der Höllenfeuer-Zitadelle. Und da haben wir einmal das Iskar-Trinket, da müssen wir jetzt wieder auf Draenor gehen, Höllenfeuer-Zitadelle, und dann hier auf den Schattenfurt Iskar. Das können wir nur mit Caster-Chars holen, das ist dieses schöne Ding hier. Und das seht ihr unten schon, kann nur ein Paladin, Priester, Schamane, Magier, Hexer und Druid holen. Wenn eure Klasse das holen könnt, egal für welche Challenge, holt euch das Ding, das carried euch. Ich kann euch sagen, mit meinem Dotlock-Hexer hat alleine dieses Trinket am Ende meiner Challenge 22% meines Schadens war nur dieses Trinket. Ne? Also nicht irgendwie 5-6%, sondern 22% meines Schadens war dieses Trinket. Ich gebe zu, vielleicht habe ich den Dotlock-Hexer, nee, nicht den Dotlock, sondern den Demo-Hexer, pardon, jetzt habe ich es falsch gesagt. Das hat mich sehr, sehr gecarried, dieses Trinket. Zusätzlich hatte ich dann noch das, den Samen an, den ich eben gezeigt habe. Der hat, glaube ich, auch nochmal fast 15-16% gemacht. Also fast 40% meines Schadens waren diese zwei Trinkets. Also das ist sehr, sehr stark. Vor allem, wenn ihr halt cleaven könnt. Das war bei der, ich nenne sie Odin-Challenge, wo man die drei quasi Willkur bekämpfen muss. Ne? Da kann man viel cleaven, da machen die Trinkets Sinn, weil man hier mit dem, halt jetzt vielleicht beim Falschen hier, mit dem quasi immer einen Zauber rausschießt, und wenn man andere Ziele noch trifft, kriegen die halt auch den Damage. Genau, so viel zu den beiden Trinkets. Dann gibt es noch ein Inji-Trinket, was man sich holen kann. Das ist ein Drachling,
Jetzt muss ich mal gucken, ob ich ihn finde. Hier, Geistereisen-Drachling, genau das Trinket. Hier ist es übrigens wichtig, dass man, wenn man sich den craftet oder im Auktionshaus kauft, dass ihr nicht die Grundversion kauft, die Stufe 39 ist, sondern die Stufe 54. Das ist bei dem alten Gear so, dass man, ich kann es jetzt euch zum Beispiel mal zeigen, jetzt gehen wir mal hier nach Pandaria, da kann man sich zum Beispiel hier Relikt der Vergangenheit herstellen, da wird ein Item dann auf Item Level 54 erhöht und dieses Relikt der Vergangenheit kann man hier als Reagenz hier reinpacken, dann ist das Item höher, ja. Und dann solltet ihr euch den craften auf 54 oder auf oder im Auktionshaus kaufen. Ihr seht, hier kostet er 3k, das ist nicht viel. Und ihr könnt noch Zahnradsockel reinmachen. Die kann auch eine Ingi herstellen. Muss man nicht Ingi sein, um das benutzen zu können. Da gibt es dann 12 Stats, was man sich nur reinbasteln kann. Heißt, das Trinket hat sehr viele Stats. Dreimal einen Sekundärstat, den man auswählen kann. Plus noch einen Welpling, der prockt, der sehr guten Schaden macht. Also das ist auf jeden Fall zu empfehlen, dass man sich dieses Trinket mitnimmt. Ja. Soweit zu den Trinkets. Dann gibt es noch einige Trinkets, die man theoretisch verwenden kann, die aber jeweils eine Stunde Abklingzeit haben und einen Mob rufen, die nur 10 Minuten da bleiben. Zum Beispiel gibt es eins, das man sich auf der Timeless Isles farmen kann. Hier unten von dem Boot, das jede Stunde kommt da so ein, ist so ein Event, da muss man so Geister töten und dann spawnt irgendwann ein Boss und der hat dann eine 10-15%ige Chance, ein Trinket zu droppen. Das kann man aktivieren, so eine Glocke hat eine Stunde Abklingzeit und ruft 10 Minuten lang Ads und diese Ads hauen relativ gut Schaden raus, habe ich mir sagen lassen. Ich habe es leider selber noch nicht farmen können. Und ja, die bleiben halt 10 Minuten da, also wahrscheinlich die komplette Challenge und hauen die halt einfach die Gegner zu Brei. Da gibt es mehrere von dieser Art Trinkets. Ich habe mir die jetzt noch nicht gefahren, weil ihr habt dann halt immer nur jede Stunde eine Chance, die zu benutzen. Und wenn ihr dann irgendwo Dummes failt, dann habt ihr zwar den krassen Schaden von den Mobs, aber müsst dann halt wieder ewig warten, bis ihr die einsetzen könnt. Wenn ihr bei einer Challenge gar nicht weiterkommt, ist es vielleicht eine Sache. Es gibt dann noch einige weitere von der Art, zum Beispiel gibt es eins aus der Garnison. Da gibt es ein Trinket, wenn man sich das Gasthaus baut. Da gibt es so einen Wichtel, der gibt einen eine Daily Quest. Da muss man hier in das Dungeon rein, in den Schattenmond-Grabstätte. Und da eine kleine Quest abschließen. Dann gibt es da ein Trinket, das hat auch eine Stunde Abklingzeit. Oder bei der Garnison gibt es auch eine Questreihe, wenn man diese Lumber Mill baut, also das Sägewerk. Dann kann man sich auch so ein Trinket holen, das eine Stunde Abklingzeit oder es gibt mehrere in MOP, die man sich holen kann. Ich habe mir die alle aber tatsächlich nicht gefarmt bis jetzt. Kann man aber sicher machen, wenn man bei einer Challenge gar nicht weiterkommt und dann quasi diese OP-Carry-Trinkets mitzunehmen und dann halt diese eine Chance hat, was wegzuschotten. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr die bis jetzt benutzt habt, ob die euch einiges gebracht haben. Ich werde mir vielleicht, wenn ich irgendeine Challenge habe, wo ich gar nicht weiterkomme, die noch farmen, aber bis jetzt bin ich jetzt quasi mit dem Iskar-Trinket bzw. mit der Samenkapsel eigentlich relativ gut zurechtgekommen oder halt dementsprechend die Stat-Trinkets und dann gibt es ja immer noch den Drachling, der für jede Klasse eine gute Alternative ist. Zusätzlich gibt es dann noch einen Folianten, den man sich holen kann. Und zwar für die Heiler-Challenge gibt es den Folianten aus BFA. Der gibt nochmal so ein kleines Schild mit jedem Spell oder hat eine Chance mit jedem Spell, dass man verbündet oder sich selber mit einem kleinen Teil der Heilung schildet. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen und sonst halt einen Damage-Trinket als zweites für die Heiler-Challenge. Dann habe ich jetzt noch eins vergessen, was sehr, sehr stark war oder ist. Und zwar, es gibt noch ein starkes Single-Target-Trinket hier von Mechagon. Und zwar ist das Rechengerät im Taschenrechnerformat, mit dem, wenn man die richtigen Sockeldinger reinmacht, kann man quasi so einen kleinen Laser rausschießen. Dafür muss man aber erstmal auf Mechagon einen Ruf haben. Ich meine, man muss sogar auf Respektvoll kommen, kann sich das dann zusammenbasteln. Ist halt ein bisschen viel Vorfarmarbeit. Wenn ihr das eh noch rumliegen habt, benutzt es. Das macht sehr viel Schaden. Habe ich unter anderem in der Eulen- und Tank-Guide-Videoserie von mir benutzt im Mage Tower. Da könnt ihr gerne auch reinschauen. Alle Mage Towers, die ich bis jetzt abgeschlossen habe, habe ich ein kleines Video zugebastelt und da könnt ihr gerne reinschauen. Da werdet ihr so ein bisschen sehen, was ich da so genutzt habe, beziehungsweise erkläre das Ganze, wie ich die Files abgeschlossen habe. Zu guter Letzt sollte ich noch erwähnen, ihr könnt auf jeden Fall, wenn ihr das Mount farmt, alle möglichen Consumables noch benutzen. Da ist es tatsächlich so, dass teilweise aus älteren Expansions die Consumables besser skalieren als die von neueren Expansions. Teilweise sind
ältere Flask, meistens die aus BFA die besten. Dann gibt es bestimmte Heiltränke, die besser skalieren als andere. Das habe ich dann aber auch jeweils immer in den Videos gezeigt, was bei welcher Klasse tatsächlich Sinn macht. Man kann dann auch noch neben dem Buff-Food den Runen, den Flask auch noch so Rollen nehmen, die Kriegsrollen. Da gibt es dann auch nochmal 3% Angriffskraft oder Int kann man sich da auch holen und Ausdauer theoretisch auch noch. Dann kann man sich Wettsteine holen, Öle. Also da gibt es sehr, sehr viel Consumables. Es wird aber dann mit den Tries teuer. Vor allem, wenn man sich dann halt auch gute Tränke holt. Zum Beispiel, es gibt so einen Trank. Der Wut heißt der, glaube ich, genau. Hier haben wir den. Oh, mittlerweile ist der relativ günstig. Der ist eigentlich bei allen DPS-Challenges der beste, weil der einfach eine Minute lang einen Damage-Proc gibt. Und das summiert sich einfach extrem. Aber es gibt viele so kleine Schritte, wo man einiges rausholen kann. Und ja, wenn ihr da im Speziellen noch Interesse habt, wie gesagt, ich habe auch noch ein extra Video zum Consumables und Gearing gemacht, beziehungsweise bei den einzelnen Klassen erkläre ich da auch noch mal ein bisschen was. Gut, jetzt sind wir eh schon viel zu lang und das sprengt hier schon den Rahmen. Ich hoffe, ich habe alles soweit erklärt, was ihr wissen müsst. Achso, falls ihr nicht wusstet, wo der Mage Tower ist, wir befinden uns einmal quasi auf der verheerten Küste und dann hier im Lager haben wir von den Legionsrichtern, schimpfen sich die, glaube ich, hier auf den Koordinaten 44, 61 haben wir den Anmelder. Das ist einfach dieser Magier da oben. Gut, damit verabschiede ich mich jetzt für das kleine Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Und ja, sonst sehen wir uns beim nächsten Match Tower Guide. Euer Tila, bis dann. Ciao.